Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Ich bin wieder unterwegs mit Kurim im Auftrag der Railroad und wir sollen irgendein Krankenhaus befreien, säubern, whatever. Ich mache mich mal auf den Weg dahin. Bin schon vorher in die Nähe gereist. Keine Zeit verschwenden. Das ist eine Aufgabe von Pam, diesem Aggressor-Drohnen-Roboter. Und angeblich soll ich danach dann bei Tüfteltom was sehr Nices kaufen können. Oh shit. Das war ein Selbstmörder. Wahrscheinlich habe ich die Bombe getroffen und deswegen ist er dann hochgeflogen. Hallo? Darf er sein? Ja, siehst du mich nicht? Ich bin ja zu gut getarnt. Danach solltest du dir die Hände waschen. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Ja, solange du das nicht machen musst. Dann können wir gleich reingehen. Ich guck mal, da ist noch einer. Na, hat sich gelohnt. Okay, geh mal rein. Da sind bestimmt auch ein paar Supermutanten hier drin. Was? Wer da sein? Da kommen die schon. Das sind Legendäre. Okay, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen anders vorgehen. Nicht zuerst auf den Hund schießen. Lass das. Der hat sich selbst in die Luft gejagt. Herzlichen Glückwunsch. Zum Glück war ich da nicht in der Nähe. Dreh dich doch mal um. Boah, wie viele sind das? Weitere Feindseligkeiten sind nicht empfehlenswert. Der Hund schleicht da immer noch an. Schild. Die sind deutlich in der Überzahl. Das war jetzt nicht nötig, aber
Egal, bin ein bisschen panisch. Ja, komm, steh auf. Waren das jetzt alle? Und drei werden noch angezeigt. Mit dem Selbstmörder habe ich ganz schön Glück gehabt, dass er mich nicht schon wieder erwischt hat. Ich glaube, ein Scharfschütze hat uns entdeckt. Das ist die korrekte Bezeichnung, oder? Ja, komm doch raus. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier aufräumen, um meine Ruhe zu haben. Ja, hier ist keiner. Ich dachte, von hier kamen die Schüsse. Gewaltige Neigungen verkürzen deine Lebenserwartung erheblich. Wo ist er denn? Aber das neue Visier ist nicht gerade vorteilhaft. Vorsicht, ich verfüge über Verteidigungsroutinen. Ist so gewalttätig. Und tschüss. Okay, nehmen wir. Ist ein bisschen zu schwer. Okay, hier unten habe ich, denke ich mal, die Leute. Ich muss mal gucken, was so in den Gängen ist. Okay, das sieht ganz schön unübersichtlich aus. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Aber der Loot hier drin ist schon nicht schlecht. Natürlich klappt das hier nicht. Ist ja super viel Fleisch hier. So, das ist die Küche der Mutanten. Hier möchte ich nichts essen. Nichts gewesen. Schon ein bisschen eklig. Hey. Du brauchst etwas, oder? Schnaps dir. Ich werde mich darum kümmern.
Hier mache ich eine Runde, auch so. Hier war auch noch ein legendärer, den würde ich gerne finden. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, sicher, ein Comic, fett. Ja. Zwei Prozent mehr Schaden, ist doch fett. Das hat sich doch schon gelohnt. Aber den legendären habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ist er noch weiter oben? Oder hier rein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich komme ich gleich hier nach oben hin, aber ich will erstmal unten auf der zweiten Etage was abchecken. Ich weiß, hör rein. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Jemand da? Naja, wo seid ihr denn? Müsste doch auf dieser Etage. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Das nehmen wir alles mit. So in ganzen Folgenpausen, da baue ich auch ab und zu an eine oder anderen Siedlung und dann wird das alles verwendet. Also ich nehme das nicht einfach so alles mit. Und dann lasse ich mir Zeit und baue dann eine Siedlung nach der anderen auf. Ich habe auch noch gar nicht alle entdeckt. Da gibt es bestimmt ein bisschen Loot.
war jetzt nur geraten. Ja, mach auf. Noch bin ich nicht überladen. Ach, als ob ich das geahnt hätte. Und Curie, die ist schon offen davon. Ah, hier geblieben. Hey! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Das habe ich alles dabei. Ach, sie hat auch ein paar legendäre Sachen mit, so einen Raketenwerfer. Fett. Ich gebe mir mal einen Schrott. Ich muss dir das einfach erzählen. Ich habe Neuigkeiten. Du bist so aufgeregt. Was ist denn? Ich bin entzückt. Außer mir vor Freude. Ich wollte aus einem Grund ein Synth werden. Für die Wissenschaft. Um Fortschritte im Studium der Medizin zu erreichen. Ich hatte einen Durchbruch erzielt. Mit einer neuen Sorte Mutterbeere konnte ich die heilende Wirkung von Steampacks deutlich verbessern. Mir ist klar, dass das nichts Weltbewegendes ist, aber es zeigt, dass es doch noch Inspiration gibt. Wie hast du das herausgefunden? Die Mutterfrucht enthält eine Zuckerverbindung, die die Thrombozytenproduktion anregt und Wunden schließt. Leider ist die Pflanze verstrahlt, wenn sie in der Natur wächst. Sie produziert Toxine, die Schädlinge abwehren. Sorte 17 wurde in sterilem Umfeld genetisch gezüchtet, um diese Probleme zu umgehen. Der neue, reine Zucker ist bereits vielversprechend. Klingt nützlich. Könnte ich auch gebrauchen. Natürlich. Man könnte sagen, dass unsere zahlreichen Eskapaden und Verwundungen wahrlich inspirierend waren. Und diese Fähigkeit habe ich dir zu verdanken. Und so viel mehr. Diese Welt ist voller Leben, voller Möglichkeiten. Du liegst mir sehr am Herzen. Wir sind Freunde. Hoffentlich kann ich mich einmal für all die Gefallen revanchieren. Das zwischen uns ist mehr als nur eine Freundschaft. Mein erster Gedanke inmitten all der Aufregung war, dir davon zu erzählen. Erst dann würde es sich richtig anfühlen. Weißt du, du bedeutest... Oh, ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Schon okay. Du bedeutest mir auch sehr viel. Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Wenn wir getrennt sind, hinterfrage ich ständig alles. Ich sollte nur an diese Errungenschaft denken. Stattdessen sind meine Gedanken immer bei dir. Vielleicht können wir was essen gehen. Oder einen Film gucken. Oder was man heutzutage so macht. Vielleicht verstehe ich all das falsch. Aber ich liebe dich. Und das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, fett. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe ja eigentlich gar nichts Gutes getan. Und in den letzten Folgen habe ich ein paar Leute umgebracht und das hat dir nicht so gut gefallen. Die Welt kommt mir so freundlich vor. Und ich kann den Ausgang des Ganzen nicht erwarten. Okay, fett, dann habe ich schon ihr Skill durch und dann könnte ich mir theoretisch jemand anderen aussuchen. Ja, das mache ich mal nach der Mission. Ich will mal gucken, ob ich dann Deacon von der Railroad nehme oder MacReady. Aber vorher machen wir erstmal die Mission hier. Ich bin noch nicht überladen. Was ein Wunder.
Ja, ich kann ja noch weiter looten. Curie, die verträgt ja noch ein bisschen. Und das Ganze sieht mir ziemlich nützlich aus. Hey. Willst du etwas von mir? Ich weiß gar nicht, was ich ihr so Besonderes gegeben habe, dass sie jetzt auf einmal ausgeflippt ist. Okay, die kann nichts mehr tragen. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht allzu viel mitnehme. Aber so viele Mikroskope kann ich doch eigentlich nicht stehen lassen. Ja. Das ist 13, das ist zu viel. Das war doch nicht abgeschlossen. Moment, das warst du, oder? Ja, ich kann zaubern. So, ich glaube, wir können aus dem Gebäude raus. Nochmal hier ins Wachhäuschen und dann können wir uns verpissen. Hätte ich mir sparen können, aber egal. Das weiß man nie bei Fallout. So, da müssen wir hin. Da bin ich, hallo. Was gibt's? Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Dibrov. Ich habe das DRA-Versteck für dich gesichert. Interface. Gut gemacht, Agent. Entsende Boten zum Abtransport der Ausrüstung. Belohnung erteilt. Yay, Jackpot. Tarnpolunder hinzugefügt. Was ist das denn? Du hast doch das DIA... Ist es bei Kleidung? Ich wollte es mir angucken. Da... Was ist das denn? Schaden 10. Interessant. Versteck ausgehoben, oder? Tom will unbedingt mit dir darüber reden. Okay, da ist Herr Deacon. Hey. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Also legen wir los. Also, ich bin bereit. Curie kann zu der Red Rocket, da habe ich auch Nick hingeschickt. Da können die Synths vielleicht mal untereinander flirten. Hau mal rein. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht dafür, bald. Dass es für uns und deine Jungs okay. Laden noch die Spielzeuge der DIA aus, die du gefunden hast. Gut. Warte mal kurz. Hey. Brauchst du etwas, Monsieur? Lass uns ein paar Sachen tauschen. Aber natürlich. Ich nehme mal alles. Das hat sie wahrscheinlich einen Supermutanten abgezogen. Okay, ist für kritische Treffer geeignet. Nehmbar. Willst du jemanden beeindrucken? Los, leg was davon ab. Ja, komm du mal her.
Hey! Klar! Hier drüben! Ich kann dir helfen. Muss ich nicht bis dahin schleichen. Aufgepasst! Sag mir, was du willst. 30 Stück hat er, geil. Okay, jetzt gebe ich mal den ganzen Schrott. Ich ihm. Okay, ich wollte mal Tüfteltum sprechen. Gott sei Dank. Unsere Vorräte gingen schon gefährlich stark zur Neige. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltum was. Bei der Arbeit am Mila-Projekt darf man keine Höhenangst haben. Ich habe einen Hinweis auf einen neuen Aussichtspunkt, wenn du Zeit hast. Oder wir machen Geschäft. Sag mal, was du so hast. Alles klar. Ach, das meinte mit den Mods hatte für den Erlöser. Ich habe das letztens gar nicht gecheckt, ey. Ich wollte aber was anderes haben. Irgendwie Nanogewebe oder so. Nee, da hat er nichts da, ne? Schrauben. Ah, was habe ich jetzt gekriegt von dem, dass ich überladen bin? Das ist die Mila. Ich guck mal, was ich noch entsorgen kann. Das geht so nicht. Okay, jetzt kann ich einigermaßen flott reisen. Weil ich gerade so viel habe, werde ich erstmal einen Abstecher in meine Siedlung machen, in Sanctuary Hills. Und danach gucke ich mal, was ich mit Deacon als nächstes starte. Mein Name ist Max Plain, das war's für heute. Wir sehen uns demnächst. Ciao.